Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Hella Testlabors mit der KLED 2.0. Wir zeigen Ihnen heute, warum die KLED 2.0 auch gefahrlos auf einem Gefahrguttransporter montiert werden kann. Ist zum Beispiel das Fahrerhaus niedriger als der Trailer, muss zusätzlich am Trailer eine Kennleuchte angebracht werden. Doch welche ist die richtige? In einem Gefahrguttransporter werden zum Beispiel brennbare oder explosive Stoffe befördert. Deshalb sind hier besondere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Sehen Sie zunächst die Risiken einer herkömmlichen Halogenkennleuchte in unserem Schokotest. Links sehen Sie die Halogenkennleuchte. Rechts die KLED 2.0 von Hella. Diese Demonstration zeigt deutlich, dass die Lichtquelle bei Halogenkennleuchten zu heiß wird und deshalb ungeeignet für Gefahrguttransporter ist. Bei der Nutzung von Xenon-Kennleuchten auf dem Gefahrguttrailer könnte durch Zündspannung sogar Folgendes passieren. Um eine sichere und optimale Ausleuchtung zu erreichen, bietet die KLED 2.0 von Hella die beste Lösung. Denn sie besitzt keine Lichtquelle, die das Gefahrgut entzünden könnte. Auf dem Gefahrguttrailer montiert, sorgt sie so für eine optimale 360-Grad-Ausleuchtung in Zusammenspiel mit den Kennleuchten auf dem Fahrerhaus. Wussten Sie schon, dass die KLED 2.0 auch über einen Tag-Nacht-Modus verfügt? Ein intelligenter Sensor sorgt automatisch dafür, dass die KLED 2.0 tagsüber heller leuchtet als nachts. Ein weiterer Vorteil der KLED 2.0 von Hella.